Hey Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuesten, hoffentlich Daily Vlog. Wie man sicherlich unschwer erkennen konnte, hatte ich heute sehr viel Spaß im sogenannten Get Air Sportsplex. Das ist dieses große Trampolinzentrum, was halt total cool ist, da der ganze Boden voll ist mit Trampolinen und du kannst halt total viel rumhüpfen und coole Sachen machen und es ist einfach nur geil und spaßig. Das hier ist Donovan, der sich wie ein Bescheuerter im Kreis dreht. Und das hier ist meine Kamera, wie sie in zwei Teile zerbricht, weil er draufgesprungen ist. Nur Spaß. Danach war der Kumpel, den ihr eben noch gesehen habt, noch bei mir. Und noch später abends sind wir dann in die Kirche gegangen und haben den Livestream von so einer unglaublich wichtigen Mormonenversammlung geguckt, wo ein paar Leute irgendwelche Reden halten, was saulangweilig war. Aber danach waren wir wenigstens noch richtig gut essen im Café Rio. Das ist ein mexikanisches Restaurant oder eine mexikanische Restaurantkette. Und ich kann das gar nicht oft genug machen. Es ist einfach nur... Einfach nur köstlich. Ich bin hier gerade im Livestream auf YouTube. Da bin ich in der Vergangenheit, wie ich gerade die Kamera halte, um mich zu filmen. Oh, es ist so wunderschön. Und da sind die schönsten Menschen der Welt, die gerade das Video mitgucken. Ja, es ist schon 16.38 Uhr, was bedeutet, dass es in Deutschland schon wieder bald um 1 ist. Und zwar 1 Uhr morgens. Naja, auf jeden Fall, ihr da. Ihr seid jetzt gerade drin im hoffentlich Daily Vlog. Ihr habt mir gerade alle geschrieben, dass ihr die so gerne guckt. Und jetzt seid ihr mal selbst drin. Das ist doch wunderschön. So muss das sein, ja. Und wir haben gerade ganz viel Spaß. Ich mache das gerade schon irgendwie seit fast 2 Stunden, glaube ich. Und rede hier mit den Leuten und beantworte ein paar Fragen. Und das ist super cool und super, ja, super doll spaßig. Und ja, viel Spaß mit dem restlichen Video. Puh, ich bin fertig mit meinem sehr spontanen Hangout. Was wirklich sehr, sehr spontan war. Ich habe nämlich einen Kommentar gelesen, das mir erzählt hat, du kannst jetzt doch unter 18 Jahre Hangouts machen, was ich noch gar nicht wusste. Und ja, es kamen 207, oh nein, es kommen noch mehr Kommentare. Angeblich waren es 267 Kommentare, die geschrieben wurden und es war sehr viel Spaß. Dankeschön an die Hanseln, die dabei waren, ihr seid super cool.